Grüße euch, meine Lieben, zum neuen Wochenorakel. Und zwar geht es jetzt um die Woche vom 22. bis 28. April 2024. Die Legung heute wird sich so gestalten. Ihr seht, ich habe hier schon eine Karte, die ausgesprungen ist aus dem Krafttier-Orakel-Deck 2. Dann gibt es eine Legung mit einem neuen Tarot-Deck aus dem Angelina Schulze Verlag. Das wird aufgegliedert in 7 Karten, das heißt eigentlich von Montag bis einschließlich Sonntag. Aber ihr wisst, ich weise immer wieder darauf hin, fixiert euch nicht spezifisch auf diesen einen Tag. Wenn ich jetzt sage, für Montag, das kann auch für den Mittwoch gelten. Das Universum setzt hier keine Zeiten. Es entscheidet selbst, wann was passieren soll. Hier ist es nur ein Wegweiser, eine Hilfestellung, dass es im Laufe dieser Woche dazu kommen kann. Und diese jeweiligen Karten für die benannten Tage decke ich dann noch ab mit dem Epic Light Lenormand Deck von Kathleen Bergmann. So, der Hinweis natürlich, es ist wie immer eine allgemeine Legung. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es nicht. Horcht in euch rein und erkennt, was hier wirklich auf euch zutrifft und was für euch bestimmt ist. Und ansonsten, wie immer, mein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich freue mich wahnsinnig über jeden Daumen hoch, über jeden liebenswerten Kommentar, die hier wirklich vermehrt bei mir unter den Videos erscheinen. Und ganz besonders danke ich euch wirklich immer wieder fürs Aktivieren des Glöckchens. Also ich sehe, dass die Abonnentenzahlen weiter steigen und dafür bin ich euch von Herzen dankbar. Und jetzt wollen wir schauen, welches Krafttier begleitet uns in dieser Woche. Tja, da haben wir die Schnecke mit der Überschrift Langsamkeit. Hören wir alle nicht gerne, aber manchmal ist das langsame Vorgehen vielleicht auch das Bessere. Schalte einen Gang zurück. In der Ruhe und Gemächlichkeit liegt eine enorme Kraft. Ich weiß, das ist so ein Sprichwort, oh, da kann man manchmal wirklich schon, ja, teilweise sogar wütend reagieren, wenn einem einer mit diesem Spruch kommt und sagt, ach, in der Ruhe liegt die Kraft, dass man denkt, ey, du bist doch verrückt, was willst du mir jetzt erzählen? Aber wir werden sehen, manchmal ist es wirklich so, dass man sagen sollte, haltet euch ein bisschen zurück. Und wir gehen jetzt mal weiter. Wir schauen mal. Für den Montag zeigen sich hier die drei Münzen. Die drei Münzen ist immer so, man wird aufgefordert, seine Fähigkeiten so ein bisschen unter Beweis zu stellen. Also man kann sich verbessern, man kann aufsteigen, man kann auch vorankommen. Und genau da ist es passend, wahrscheinlich zu erkennen, übereilt es nicht. Macht es wirklich in Ruhe. Wartet, was sich hier euch bietet. Ihr habt die Fähigkeiten, aber wenn ihr diese unter Beweis stellen wollt oder müsst, dann lasst euch Zeit. Macht es in Ruhe, macht es überlegt, nicht in Hektik, nicht um irgendetwas beweisen zu müssen. Denn hier zeigt sich das Ass der Schwerter. Ihr bekommt die Chance, wirklich etwas umzusetzen. Ihr bekommt die Chance, all das, was ihr euch hier vorgenommen habt, eure Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ihr bekommt die Chance, diese auch darzustellen. Das heißt, nutzt die Chance, die sich hier vielleicht am Dienstag meldet. Am Mittwoch zeigt sich die Karte des Teufels. Man wird hier auch in Versuchung
geführt. Man wird euch in Versuchung führen. Und man muss Acht geben, dass man hier nicht übers Ohr gehauen wird. Man muss erkennen, wo man sich eventuell in Abhängigkeiten begibt, die einem am Ende nicht mehr gut tun. Achtet auf alles, was sich euch hier bietet, was sich euch darstellt und wo ihr hier Angebote erhaltet, wo ihr verunsichert seid. Schaut genau hin. Es hat einen Grund. Wenn ihr unsicher seid, dann hat das Ganze einen Grund. Das heißt, ihr werdet innerlich darauf hingewiesen, irgendetwas kommt mir hier komisch vor. Seid auf der Hut am Mittwoch. Wenn sich also, wie gesagt, entweder am Mittwoch oder im Laufe der Woche für euch etwas anbietet, wo ihr so das Gefühl habt, oh, ich muss genau hinschauen, dann schaut doppelt hin. Aber wir sehen hier am Donnerstag, für den Donnerstag, die wunderschöne und höchste Karte, nämlich die Sonne. Das heißt, ihr könnt euch freuen. Ihr werdet Erfolg haben. Ihr steht wirklich eigentlich auf der Sonnenseite des Lebens. Aber auch hier weist man wieder darauf hin, nehmt es langsam wahr. Nehmt es auch langsam an. Denn alles, was sich hier bietet, was sich schnelllebig darstellt, ist wirklich mit Bedacht im Auge zu behalten. Das heißt, wenn ihr unsicher seid, dann wechselt eure Perspektive. Wir haben hier den Gehängten. Das heißt, man wartet doch noch vielleicht etwas ab. In dem Moment, wo euch in irgendeiner Form das Gefühl befällt, ich bin hier total verunsichert, ich weiß nicht, wie ich das Ganze hier greifen soll, wartet ab. Geht noch mal so ein bisschen in euch. Geht in den innerlichen Rückzug. Überlegt genau, was ist hier der richtige Weg. Ihr werdet Erfolg haben, aber bitte macht es nicht übereilt. Macht es mit Bedacht und schaut mehrmals hin. Denn ihr habt hier für den Samstag die wunderschöne Karte Rat des Schicksals. Das heißt, hier werden schicksalhafte Veränderungen auf euch zukommen. Hier warten wirklich schicksalhafte Veränderungen. Hier ist etwas in Gang, was schicksalhaft vorbestimmt ist. Aber lasst euch Zeit, das zu erkennen und das anzunehmen. Es wird euch Glück bringen, es wird Erfolg bringen. Aber macht alles bitte nicht überstürzt, nichts Übereiltes. Überlegt genau, welchen Weg ihr nehmen wollt. Und schaut euch mal an, für den Sonntag haben wir hier die wunderschöne Karte der Wagen. Der Wagen ist im Grunde genommen, man kann wirklich die neuen Ziele im Auge behalten. Man kann sie annehmen. Hier zeigen sich Reisen. Hier zeigt sich vielleicht bei dem einen oder anderen auch ein Umzug. Auf jeden Fall setze ich hier etwas in Bewegung, wo ihr wirklich neue Ziele anstreben könnt. Und das ist im Grunde genommen zu all dem Vorhergesagten auch kein Widerspruch. Wir sehen ja, dass sich hier am Dienstag Chancen bereithalten. Chancen, die euch sagen, hier kommt etwas Wunderbares auf euch zu. Aber verachtet ruhig auf den Hinweis der Langsamkeit. Denn wenn hier, wie gesagt, auch der Teufel mit im Spiel ist, symbolisch, dann heißt das,
Bitte Vorsicht. Er liegt nicht schnelllebigen Versuchungen. Er liegt nicht dem Gedanken, wow, jetzt kann ich hier was Wunderbares erreichen, mache ich sofort. Nein, macht es bitte mit Bedacht. Es wartet Erfolg auf euch, es wartet Glück. Aber geht nochmal in den Stillstand. Überlegt nochmal in Ruhe, welcher Schritt ist hier notwendig, um in diese Stabilität zu kommen, die Veränderung auch anzunehmen. Hier beginnt etwas Neues mit dem Rat des Schicksals. Hier setzt sich alles in Bewegung. Und schaut euch die Unterseite des Decks an. Da haben wir die wunderbare Karte, die Kraft. Die Kraft ist im Grunde genommen wirklich noch einmal der Hinweis, ihr werdet etwas wunderbar in den Griff bekommen. Ihr habt die Stärke und ihr habt auch den Mut, das Ganze in Gang zu setzen. Aber vertraut darauf, macht es mit Bedacht, macht es in Ruhe und wirklich mit Überlegung. Und jetzt schauen wir, was sagen hier die Lenormand-Karten. Da zeigt sich hier für den Montag die Öffentlichkeit. Das heißt, ihr habt hier vielleicht, wo man sagt, ihr müsst euch eure Fähigkeiten unter Beweis stellen. Vielleicht braucht ihr dazu einfach auch die Unterstützung der Öffentlichkeit. Das heißt, vielleicht braucht ihr eine oder andere Hilfe durch Ämter, durch Behörden oder durch Gruppen, um hier wirklich seinen Weg zu finden bzw. das durchzusetzen, was man hier im Auge hat. Mit dem Ass der Schwerter sehen wir ja, dass die Chancen da sind. Die Chancen sind ja bereit. Ihr müsst aber alles, wie gesagt, langsam in Angriff nehmen. Ihr müsst verstehen und klären, wie man alles wirklich gut durchsetzt. Und hier mit der Sense zeigt sich, ihr könnt einen klaren Schnitt machen. Ihr könnt einen klaren Schnitt machen, um wirklich zu dem Durchbruch einer Lösung zu finden. Das heißt, Ideen nehmen hier Gestalt an. Die Sense ist auch ein Zeichen für Ernte. Mit anderen Worten, ihr habt hier vielleicht schon etwas gesät, in Gang gebracht. Und das Ganze ist jetzt dabei, in die Ernte zu gehen. Ihr könnt ernten, was ihr hier angefangen habt, was ihr hier vielleicht mit Unterstützung der Öffentlichkeit umsetzen könnt. Und hier, wo ich auf den Teufel, wo ich euch gesagt habe, versucht Versuchungen und Abhängigkeiten wirklich von euch fernzuhalten. Macht keine Schnellschüsse, prescht nicht unbedarft und unbedacht vor. Es wartet hier mit dem Kind tatsächlich ein Neuanfang. Aber man sollte diesen Neuanfang trotzdem ganz gewissenhaft und langsam angehen. Alles, was sich auch hier für einen Neuanfang in Schriftform darstellt, passt auf. Schaut genau hin, bevor ihr etwas unterzeichnet, was euch nicht weiterbringt, sondern eher zu Schwierigkeiten führt. Also nehmt euch für alles Zeit. Das ist der Hinweis der Langsamkeit. Die Sonne, die hier wirklich, und das ist fantastisch, schaut euch das mal an. Auch die Lenormand-Karten schicken hier die höchste Glückskarte, noch einmal die Sonne. Das heißt, hier wartet wirklich Glück und Erfolg. Ihr könnt euch freuen, ihr könnt das Leben genießen. All das ist hier für euch vorbestimmt, wenn ihr bedacht
und geduldig voranschreitet. Das ist hier immer wieder unterschwellig der Hinweis. Auch wenn ihr nochmal in diesen Stillstand des Gehängten hier zurückgeht, nochmal über alles in Ruhe nachdenkt, abwartet. Es ist der richtige Weg. Ihr kommt auch mit dieser Funktion des Abwartens. Hier warten Einladungen und Geschenke auf euch. Das heißt, genau der richtige Weg, um wirklich euer Ziel zu erreichen, euer Ziel zu manifestieren. All das bietet sich hier in dieser Woche. Und jetzt muss ich ganz kurz, jetzt habe ich einen ganz großen Fehler gemacht, verzeiht mir. Die Lenormand-Karte war jetzt in dem Fall hier nicht die Sonne, sondern der Mond. Also bitte ganz kurz mein Fehlverhalten, mein Fehler hier nochmal korrigiert annehmen. Die Sonne verspricht euch wirklich, dass ihr das Leben genießen könnt, dass ihr großen Erfolg, dass großer Erfolg hier auf euch wartet, dass ihr wirklich auf der Sonnenseite, auf die Sonnenseite kommt und dass ich, und das war mein Fehler, mit dem Mond zeigt sich, dass ihr hier wirklich euren Sehnsüchten folgen könnt. Der Mond spricht für Sehnsüchte. Man hat Sehnsüchte, man gibt sich Träumen und Illusionen hin. Und die Sonne zeigt, ihr könnt es erreichen, ihr könnt es umsetzen. Denn mein Fehler fällt mir jetzt auf, weil ich jetzt für das Rad des Schicksals genau die Sonne gezogen habe. Also wie gesagt, verzeiht mir. Das war jetzt ein großer Fehler von mir. Ich habe nicht auf die Zahlengebung geachtet. Es tut mir leid. Das Rad des Schicksals zeigte diese schicksalhaften Veränderungen, die man ja auch hier schon im Zusammenhang mit der Ernte, mit dem Neuanfang sieht. Und diese Veränderung, die bringt euch tatsächlich mit der höchsten Glückskarte im Lenormand, mit der Sonne, Glück und Erfolg. Ihr habt es hier zweimal bestätigt. Träume können sich hier erfüllen. Illusionen, Träume, Sehnsüchte gehen jetzt in Erfüllung, wenn ihr langsam und bedacht vorangeht. Und der Wagen, der sich hier in Bewegung setzt, der euch zeigt, es kommen hier neue Ziele auf euch zu. Ihr habt neue Ziele im Auge. Der Wagen zeigt euch, es ist in Gang. Und der Anker sagt, ihr kommt in die Stabilität. Ihr kommt an. Der Anker ist etwas, wo man sagt, hier bin ich angekommen. Ich gehe jetzt vor Anker und erkenne meinen festen Standort, wenn man so will. Der Wagen wird euch dahin führen, wo ihr sagt, hier kann ich unbedarft vor Anker gehen. Und die Unterseite zeigt euch, in dieser Woche wird das Schicksal eine ganz große Rolle spielen. Ihr werdet gelenkt und begleitet vom Schicksal. Das heißt, hier ist etwas in Bewegung, was im Grunde genommen euch den Weg weisen wird. Es wird euch den Weg weisen, wie ihr auch langsam euer Ziel erreicht. Und jetzt ziehe ich noch eine letzte Karte aus dem Sacred Destiny Deck von Denise Lynn. Aber ich denke, ihr seht, hier warten wirklich positive Veränderungen. Hier sind positive Veränderungen, schicksalhafte Veränderungen, die euch aber wirklich zu Glück und Erfolg verhelfen. Und hier haben wir die wunderschöne Karte Lied des Windes mit der Überschrift Wahrheit.
Und da schaue ich ganz kurz ins Büchlein, was hier erklärt wird. Sei aufrichtig zu dir selbst und sprich aus deinem Herzen heraus. Entdecke die Wahrheit. Achte darauf, inwieweit andere ehrlich und authentisch sind. Hier bei dem Teufel. Es ist eine der größten Herausforderungen zu wissen, was stimmt und was nicht. Zuweilen erfordert es absolute Stille. Der Gehängte. Die Stimme deiner inneren Wahrheit wahrzunehmen. Sobald du sie einmal gefunden hast, solltest du alles, was in deinem Leben nicht authentisch ist, loslassen. Teile deine Wahrheit mit anderen und befreie dich von Beziehungen, in denen du nicht wirklich du selbst sein kannst. Und all das ist eigentlich hier durch diese Legung gekennzeichnet und unterstrichen. Ihr habt die Kraft und die Stärke und seid mit dem Schicksal unterstützt, in einen wunderbaren Neuanfang zu finden, wo Sehnsüchte, Träume, Illusionen sich erfüllen können, wo das Schicksal wirklich Glück und Erfolg für euch bereithält und wo ihr endlich mit dem Wagen ans Ziel kommt, vor Anker gehen könnt. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und wie gesagt, verzeiht mir diesen kleinen Fauxpas. Ich habe die Zahl nicht beachtet. Alles Liebe für euch. Bis bald.